Willkommen in Stuttgart. Ja, habt ihr vielleicht eine Idee, was wir machen könnten für die dritte Aufgabe, für das Reimen? Die erste Staffel von Großstadt Cowboys war viel besser. Hier riecht's nach modrigen Spinnweben und halb verdauten Hotdogs. Mit den Spinnweben habe ich nichts zu tun. Aber halb verdaute Hotdogs. Heiß, 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 heiß! Das ist der Scheinwerfer für die Tanzfläche der Zombies. Bin ich ja mal gespannt, dass jetzt was bewirkt hat. Jürgen! Hey, Jürgen! Ja? Du tanzt wie eine Flunder, die gerade an Deck gezogen worden ist. Flundern sind aber nicht so krankhaft bleich wie der Typ hier. Ja, ja, labert nur. Meine Leute wissen, wer die Moves hat. Jürgen! Geht klar, Alter. Komponente. Wir kommen später wieder, um dich zu töten. Ich glaube, die Disco-Kugel. Wir müssen die Disco-Kugel, den Kronleuchter, bestimmt noch irgendwie so bearbeiten, dass es das Licht des Scheinwerfers hier überall verteilt. Aber wie? Eine Spuk-Disco-Kugel. Disco lebt! Aber wie? Oh, yeah! Sam hat die Moves, Baby! Guckt euch das an! Ist mir bis jetzt noch nie aufgefallen, dass er hier anfängt zu tanzen. Das ist ein nutzloses Farbband. Nutzlos, ja. Ich glaube, wir müssen noch irgendwas mit der Disco-Kugel machen. Ich weiß nicht wie. Bewegt irgendwas hier den Kronleuchter? Und mein neuester Tanz trägt den Titel der untröstliche Nechili. Seht und staunt. Okay. Lady! Alles okay, kein Problem, alles cool. Wer ist jetzt hier der Meister, Meister Jürgen? Eure Versuche, mich in Misskredit zu bringen, werden keine Früchte tragen. Meine Z-Jungs stehen hinter mir. Ja, wir müssen jetzt immer noch beim Gedicht halt dran kriegen. Ich weiß nicht so richtig, wie. Wie kriegen wir denn bei dem Gedicht dran? Hey, Jürgen. Ja? Max und ich wollten dich nochmal herausfordern. Ihr kennt mich. Ich bin Graf Gruftwind Todesgriff. Und ich bin Baron Fledermauspein von Albtraum. Und ihr kennt auch unsere melancholischen Reime schon. Deshalb wollen wir sie auch nicht nochmal wiederholen. Du weißt, du liebst uns. Ihr könnt nicht gewinnen. Au. Das passt alles nicht zusammen. Ich weiß nicht mal, wo ich bin, Sam. Ihr bringt mich zum Lachen.
Wie könnt ihr das gut finden? Ihr habt keine Reime, die ich euch nicht wegnehmen kann. Total bekloppt. Wir müssen irgendwas mit Maxes Blut anstellen. Nur was. Ich denke, das heilige Wasser trinken wird sein. Aber wie bekommen wir heiliges Wasser? Also das Wasser, das... Wir holen uns erstmal das Wasser wieder. Das Wasser liegt noch in der im Fernsehdingsbums Studio. Hier ist ein Päckchen Knoblauchzigaretten. Wir gehen doch noch nicht, oder? Irgendwie die Antenne abbekommen. Komm, wir fahren zu Wartebau. Wir müssen irgendwie einen Priester finden. Jemand, der uns das Wasser weihen kann. Jetzt haben wir unser Wasser wieder, ne? Hals- und Beinbruch. Ein Lampenschirm oder eine geschickte Kuhverkleidung? Das ist halt die große Preisfrage. Wo geht's weiter? Das können wir mit dem Farbband machen. Gehen wir etwa schon? Oder dem Starkbier. Komm, gehen wir zurück ins Büro. Wer hat einen Vorschlag? Oder wer hat eine Idee? Ich finde es halt auch merkwürdig, dass da dieser Bierkübel rumsteht. Und wir können den nicht nehmen. Diese Parkuhr ist nicht kaputt zu kriegen. Ah, Parkuhren. Die Kakerlaken der Architektur. Wasser reinkippen macht ja auch keinen Sinn, oder? Das will ich nicht begießen. Ja. Das ist wohl ziemlich sinnlos. Keine Chance. Haben wir irgendwo... Irgendwo in dem Spiel eine Schreibmaschine rumstellen? Für das Farbband? Das ist wohl ziemlich sinnlos. Das ist wohl ziemlich sinnlos. Kommt schon, Leute, wer hat eine Idee? Das könnte man noch machen. Bierhumpen, das stört mich echt. Wenn der nicht mitnehmen kann. Wir haben Starkbier, wir haben Bierhumpen. Ich würde dem Abe einfach was zu trinken eingießen, damit er endlich über die Sibylle hinwegkommt oder so. Oder wir müssen was mit Harry machen, dem Maulwurfsmann. Ich weiß nicht was. Kann man mit dem anstellen? Seelenverschmelzer, damit vielleicht was? Das will ich nicht begießen. Kaktus gießen hier oder was?
Nee, geht nicht. Warte mal, Kaktus. Kaktus. Hatten wir nicht irgendwo einen Kaktus stehen gehabt? Stand nicht irgendwo ein kleiner Kaktus? Ein kleiner grüner Kaktus steht draußen auf dem Balkon. Hollai, hollai, hollau. Ja, stand nicht irgendwo ein kleiner Kaktus rum? Das ist wohl ziemlich sinnlos. Wo stand denn ein Kaktusbaum? Warum muss ich gerade an einen kleinen Kaktus denken? Irgendwas müssen wir hier doch machen können. Was? Du magst keine Zombies, weil sie Sachen kaputt machen? Ja! Dumme, ungeschickte Untote! Und das stört dich mehr als das Hirnessen? Die sind wie Elefanten im Porzellanladen! Vielleicht sollen wir irgendwas kaputt machen? Irgendein Porzellangefäß? Glaubst du wirklich, du hast Chancen bei Sibyl? Ich will gewinnen! Zombies! Willst du das Schokoladenherz essen, Harry? Nein, das ist für Frau Pandemic. Anscheinend haben Sibyls Verehrer niemals Can't Buy Me Love gehört. Es ist zweifach zu erbringen. Wer hat eine Idee? Das will ich nicht begießen. Bitte lass mein armes Herz. Es gehört Frau Pandemic. Ah, ich bin müde. Lass uns nach Hause gehen. Nach Hause? Ups. Stand da ein Kaktus im Büro? Und was würde es bringen, den zu gießen? Brady Pflanzkopf. Warte mal, sollen wir denn die Haare wachsen lassen? Das Wundersame daran ist, dass sie kein Wasser braucht. Ach so. Sondern Bier. Auf keinen Fall. Du weißt, was man über Leute mit großen Füßen sagt? Dass sie große Latschen haben. Abfälle bitte hier. Okay. Hingeklickt. Da hab ich doch gar nicht hingeklickt. Ich sag dir, ohne Jesse James Hunt ist das hier nichts Halbes und nichts Ganzes. Keine Sorge, ich klone uns eine neue aus den abgeschnittenen Fingernägeln. Los, an die Arbeit. Hey, du hast angefangen, mich voll zu quatschen. Flint sucht schon eine ganze Weile nach Bosco. Ich werde langsam etwas staubig. Muss bald mal wieder baden. Soll ich Wasser auf Max kippen? Nee, das ist doch... Du trinkst das ja dann.
Das hatten wir ja schon. Danke. Hoffentlich schauen wir bald mal wieder an einer Toilette vorbei. Toilette? Toilette? Bei Bosco gab es eine Toilette, aber da kommen wir ja nicht rein. Danke. Hoffentlich schauen wir bald mal wieder an einer Toilette vorbei. Gehen, baden. Er redet zwar nicht mehr so viel, aber er hat immer noch den Charme eines Humpens Urin. Ein heiligen Wasserbad, damit der Max heilig wird? Aber wo? Wo ist hier? Was ist das hier? Der glückliche Wurm. Nee. Ein Straßenschild auf dem Weg zur Hölle. Irgendwas fehlt. Ja, einfach einbrechen? Geschlossen. Was fehlt denn? Weiß es nicht. Kann vielleicht jemand mal in eine Lösung gucken und dann so einen kleinen Hinweis da lassen? Nur so einen kleinen Hinweis. Bist du sicher, dass du bei dem Seelenverschmelzer keine Hilfe brauchst, Sibyl? Wenn du jetzt noch nicht verheiratet bist, bleibt dir nicht mehr viel Zeit. Ich habe jede Menge Zeit. Ich muss noch jede Menge Daten analysieren, bis ich weiß, wie der Seelenverschmelzer funktioniert. Vergiss nicht, heute Abend die Tür abzuschließen, damit die Zombies nicht reinkommen. Reinkommen? Da draußen sind Zombies! Ich schließe meine Tür nicht ab. Das hier ist ein öffentlicher Ort und Sie haben das Recht, sich friedlich zu versammeln, wie jeder andere Bürger auch. Ja, aber friedlich versammeln sieht anders aus. Tschüss, Sibyl. Weiß nicht, irgendwas fehlt doch hier noch. Ist ein Hinweis wäre nicht schlecht. Wie stehen Harrys Chancen auf ein Rendezvous mit Sibyl? Schwer zu sagen, Sam. Einerseits sind sie aus zwei ganz verschiedenen Welten. Andererseits war ihr Ex der abgeschlagene Kopf von der Statue eines ehemaligen Präsidenten. Die Liebe geht seltsame Wege. Ich hätte nie gedacht, dass Harry Maulwurf ein Frauentyp ist. Ich tue es immer noch nicht. Was machen wir hier nochmal? Ich dachte, wir würden versuchen, ein Rendezvous mit Sibyl zu bekommen. Nicht doch, Max. Wir sind beruflich hier. Und außerdem magst du doch gar keine Mädchen. Puh, da bin ich aber erleichtert. Jetzt muss ich dich nicht töten, um dich auszustechen. Ach, Mann. Bleib in der Nähe, Max. Ganz richtig, Sam. Mach ich doch nochmal den Ticketspender? Ich komme mir vor wie in einem Delikatessenladen. Ich bin kein Stück Fleisch. Nee.
Scheibenkleister. Im Moment wollen wohl alle aus der Tiki-Manie Geld machen. Nee, also ich stehe komplett auf dem Schlauch. Bei Sibyl geht's nicht weiter, bei Ape geht's nicht weiter, bei Stinky geht's nicht weiter. Irgendwo muss man doch was machen können. Aber ich finde nichts. Ich finde einfach nichts. Klebriges. Moment mal, klebriges Zeug? Was ist denn das klebrige schwarze Zeug hier? Das ist mein Teerkuchen aus klebriger Melasse. Ein jahrhundertealtes Familienrezept. Das hatten wir dem schon Augenschein mal, ja. Nach scheint er auf die Ursuppe zurückzugehen. Aber sie meint, sie hat nichts, um das Zeug zu schneiden. Vielleicht können wir es mit irgendwas schneiden. Oh nein. Oder Teer? Wollen wir damit Zigaretten rangehen? Das ist wohl ziemlich sinnlos. Die Zigaretten liegen jetzt aber in der Fernsehshow. Das will ich nicht begießen. Das ist nur ein Kuchen. Darüber redet man nicht. Klebriger Teerkuchen. Inwiefern könnte uns ein klebriger Teerkuchen denn helfen? Und wie können wir ihn schneiden? Die meinte, man bräuchte da einen Lötkolben oder sowas, ne? Wir würden gerne unsere Zeit damit verschwenden, Sachen zu bestellen, die es hier nicht gibt. Dann schießt mal los. Das Tagesmenü. Tut mir leid, ich kann ihn leider nicht schneiden. Aber ihr dürft ihn euch gerne anschauen, aber nicht anfassen. Danke, für uns ist nichts dabei. Tschüss. Naja, bei Jürgen habe ich 2 von 3 Sachen gemacht. Ich habe ihn zum Rauchen gebracht von den Knoblauchzigaretten. Dadurch mögen ihn die. Ich bin müde. Lass uns nach Hause gehen. Dann habe ich das Licht geändert. Ne, dadurch habe ich seine Tanzmoves ruiniert. Wir sind jetzt bei dem Reimen. Da nach dem Reimen saugt er immer an Maxes Blut. Meine Vermutung ist halt, dass man irgendwas mit seinem Blut machen muss, damit er dann vom Blut einen Schaden bekommt. Und Max sagt aber auch immer wieder, ich bin müde, ich will nach Hause. Das ist sein Hinweis, wie es weitergehen soll. Dass wir nach Hause gehen sollen. Was soll es denn da geben? Was gibt's denn bei uns im Büro, was dem Max helfen könnte? Das habe ich mir auch schon gedacht, dass ich Weihwasser brauche, aber ich weiß nicht, wo ich einen Priester finde. dass der Max Weihwasser vielleicht trinkt oder drinnen badet oder irgend sowas macht. Und dann wird an dem genuckelt von dem Dracula und das schadet dann halt dem Dracula. Dem Jürgen. Aber ich weiß nicht, wo ich Weihwasser herbekommen soll. So ein neumodischer Videokassettenrekorder. Was wird das nächste Warte sein? Warte mal. Digitale Videodisk. Als Hohepriester? Feierliche Urne? Hier nimmt der Hohepriester Max sein heiliges Bad. Heiliges Bad! Können wir den Max da irgendwie reinkippen? Ja! Sim, sim, salabim! Ja! Er hat das Wasser jetzt geheiligt? Und jetzt müssen wir es ihn trinken lassen.
Und dann schnell reingehen? Das wird sein. Er ist ja selber hoher Priester. Wir haben gar keinen Pfarrer oder Priester gebraucht. Wohin soll's denn gehen, Sam? Lass uns nach Stuttgart fahren. Wir können es ja nicht mit reinnehmen. Ne? Wir dürfen es nicht mit reinnehmen. Also muss er es jetzt trinken? Los, trink, Freundchen. Schmeckt nach Rechtschaffenheit. Guck mal, jetzt hat er einen Heiligenschein. Jetzt hat der einen Heiligenschein. Heilige Scheiße. Es scheint. Die erste Staffel von Großstadt Cowboys war viel besser. Hey, Jürgen. Ja? Lass uns reimen, Kleiner. Max und ich wollten dich nochmal herausfordern. Ihr kennt mich. Ich bin Graf Gruftwind Todesgriff. Und ich bin Baron Fledermauspein von Albtraum. Und ihr kennt auch unsere melancholischen Reime schon. Deshalb wollen wir sie auch nicht nochmal wiederholen. Du weißt, du liebst uns. Ja! Ihr könnt nicht gewinnen. Au. Zieh mich in die Hölle mit narbigen Armen. Oh oh. Schwarz. Ganz tief. Sobald. Ich brauche Erlösung. Einen Augenblick, bitte. War der jetzt pinkeln? War der gerade pinkeln? Da war so ein leichtes Strohlanggeräusch. Weihwasser in der Konfirmandenblase, Jürgen? Ihr wagt das und beschmutzt mein... Oh, Moment mal. Sekunde. Er war nochmal pinkeln. Wie grauslich. Ja. Das ist genug. Ist ja. Alle drei Aufgaben. Ich bin nicht der Prinz der Dunkelheit geworden, um viele Freunde zu haben. Ich werde euch vernichten, Sam und Max. Sogar ohne diese blöden Zombies. Wer braucht die schon? Ja. Ja. Zombie-Pyramide auf Jürgen. Ja. Oh! Lasst mir was von den Innereien übrig, Jungs. Wir sind noch nicht durch, Kumpel. Ihm nach. Aber erstmal tanzen wir. Ha ha ha.